Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment Podcast. Mir gegenüber heute Jorik Kontrinjewitsch, der ein paar Sachen mit mir gemeinsam hat. Wir arbeiten in der gleichen Filmproduktionsfirma und wir sind beide Podcaster und darüber reden wir heute. 1, 2, 3. Ja, hallo, Andreas. Das war, ich habe kurz die Pause gemacht, damit man den Jingle reinsetzen kann. Ich war mir gerade nicht sicher, genau wie deine Folge, aber das stimmt, die ist ja dann, das kommt jetzt. Ne? Genau. Hab ich gemerkt. Schön hier zu sein. Das ist, ich habe es eben schon gesagt, eine sehr ungewohnte Situation für mich, weil nicht mit dir zu reden, das passiert öfter, aber ein Podcast zu führen, also in einem Podcast zu sein, während ich einer Person gegenüber sitze. Genau, also wir sind nicht in zwei getrennten Räumen, wie du das wohl in deinem eigenen Podcast so machst, sondern wir sitzen uns tatsächlich gegenüber mit einem von mir neu gekauften Mikrofon, das hoffentlich gut klingt. Ja. Das ist quasi jetzt auch gleichzeitig der Test. Das ist die erste Folge. Die erste Folge mit diesem Mikrofon. Okay. Genau. Ja. Erzähl mir doch erstmal, du machst einen Podcast, den... Siehst du, jetzt sage ich schon wieder M. Wir hatten eben auch kurz darüber gesprochen, über dieses ständige M-Sagen, was wirklich ein kleines Problem ist. Eine Krankheit. Ich frage mich auch, wie man sich das abgewöhnen kann. Aber genau, wir hatten das eben schon so, dass wenn ich die Folge nachher zusammenschneide, dass ich schon anhand der Timeline quasi erkennen kann, des Ausschlages, wo die M's sind, weil die ja immer gleich aussehen. Ich habe mich erst gestern Abend mit dem gleichen Problem konfrontiert gesehen, als ich auch eine Folge alleine aufgenommen habe. Und da wurde es besonders schlimm. Ja, also das ist wirklich ganz grauenvoll. Aber wir werden versuchen, das möglichst M-frei jetzt hier über die Bühne zu ziehen. Ja. Erzähl mir doch mal, worum geht es denn in deinem Podcast? Ja, genau. Also ich habe den Neue Helden-Podcast. Neue Helden, so heißt er. Ich mache den nicht allein. Ich mache den mit meinem guten Freund Andi. Jetzt seit Mai, da hat es angefangen. Und wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, über Filme zu reden und Serien und was es so in Bewegtbild gibt. Meistens ist es aber so, dass wir uns ein Thema vornehmen für eine Folge und dann erstmal die Hälfte der Folge über alles Mögliche so quatschen. Wir sind zwei sehr gute Freunde, die einfach sehr, sehr gerne unterhalten und da schweift man auch gerne mal ab. Aber versuchen wir zumindest Reviews von Filmen oder Serien seltener auch zu machen. Und ein bisschen, ja, was es halt drumherum so gibt, noch irgendwie aufzufangen. Manchmal auch über Musik zu reden oder was uns halt im Leben so beschäftigt. Es ist also so, sagen wir 40%, wer sind wir und was machen wir so? Und 60% Filme, die wir versuchen irgendwie einzuordnen und zu bewerten. Genau. Genau, also ich höre ja auch den Neue Helden Podcast, ja, allein schon aus Solidarität dir gegenüber, weil es ja auch einfach schon mal sehr gut ist, wenn man überhaupt etwas tut. Ja. Ja, also ich finde das immer schon mal also nichts tun ist sehr einfach. Versuchen, einen Podcast an den Start zu kriegen und da auch Arbeit rein zu investieren und es regelmäßig zu tun, das hat schon mal erstmal aus meiner Sicht Respekt verdient. Allein deswegen höre ich das schon. Genau, ab und zu mal habe ich das Gefühl, ich müsste irgendwie in meinen Lautsprecher springen, weil ihr irgendwas erzählt, was mir gerade nicht passt. Ja, entweder weil ihr einen Film gut findet, den ich hasse, oder andersrum. Aber so ist das dann natürlich auch. Ja. Ist ja auch schön. Also, ja. Es ist ein guter Effekt, weil es ist tatsächlich, bist du ja so ein bisschen der größte Spiegel von unserem Podcast. Also nach jeder Podcast-Folge kann ich mir dann von dir erstmal irgendwie, also die Podcast-Folgen kommen meistens irgendwie montags und im Laufe der Woche hörst du sie dann und dann irgendwann kann ich mir von dir anhören, was wir alles für einen Mist fabriziert haben, welche Informationen wir nicht mit in den Podcast reingenommen haben oder auch Fehlinformationen wir verbreitet haben. Genau, also weil es halt einfach um Film geht bei euch, wo ich mich ja dann auch ein bisschen mit auskenne, ist das natürlich dann nochmal so, dass es mich dann persönlich berührt, wenn da irgendwas erzählt wird. Was. Genau, ich komme ja auch immer indirekt vor, indem du dann irgendwie sagst, ein Kollege das hat stimmt, gesagt, dass, ja, wie er da irgendwie, keine Ahnung, dass vom Winde verweht ja gar kein Schwarz-Weiß-Film ist zum Beispiel oder was weiß ich. Genau, also da kommt dann selten mein Name vor, aber das ist dann immer jemand hat mir gesagt, dass... Das ist dann, bist dann meistens du. Ja, es ist tatsächlich, also du bist mit Sicherheit derjenige, mit dem ich mich am meisten über Filme
unterhalte. Und das ist halt einfach die größte Informationsquelle irgendwie oder die, ja, die größte Inspirationsquelle vielleicht. Deshalb gibt es ganz oft so Sachen, die ich von dir irgendwie habe und dann halt im Podcast auch nochmal dann einbringen kann. Ja, also wenn manchmal sage ich, jemand hat es mir gesagt, manchmal verkaufe ich es auch einfach als mein Wissen. Aber ja, es ist halt auch nervig, wenn ich die ganze Zeit sagen würde, ja, ich habe schon wieder das und das und das gehört und der hat mir das erzählt. Ja, genau. Was ja auch verwirrend ist, weil wenn du auch immer sagen würdest, der Andreas hat und ja deinen Chatpartner sowieso Andreas, ja, genau, heißt, genau, dann wird es natürlich auch ganz schön verwirrend. Ja, das stimmt. Aber das ist nicht der einzige Moment quasi, in dem du vorkommst. Du bist nämlich quasi doppelt in jeder Folge und man hört dich nämlich sogar in jeder unserer Folgen. Das stimmt, in den neueren zumindest. Genau, ab der Mitte, so ab Folge 12 oder so, haben wir, also wir hatten ursprünglich ein, sagen wir mal, etwas anstrengendes oder nerviges Intro mal eingesungen. Ne? Weiß nicht, ob man singen nennen kann, und das haben wir dann irgendwann umgestellt. Und ja, im neuen Intro reißt du dich ein mit David Bowie und Ewan McGregor tatsächlich. Glaube genau. Ich, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Doch, ja, genau. Er sagt ja. Choose von Choose Life aus Trainspotting. Ah ja, okay. Genau, wir können da ja gerade mal reinhören. Das klingt dann ungefähr so. Choose neue Helden. Mit Jorik und Andi. Tschüss, neue Helden. Okay. genau, also man, wenn man es nicht gehört hat, also das Neue, was da ausgesprochen wird von neue Helden, das ist meine Stimme, ja. Genau. Wobei du mal gesagt hast, du hörst dich da gar nicht selbst. Nee, ich muss es tatsächlich ein paar Mal hören, um überhaupt zu kapieren, dass das ist, was du von mir da aufgenommen hast. Ja. Das hätte irgendwie, finde ich, jeder sein können, der da Neue sagt. Aber ist okay. Ja, ich fühle mich sehr geehrt. Ja. Sehr gerne. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Podcasts zu machen? Gute Frage. Also so ganz genau kann ich es nicht mehr rekonstruieren. Wir haben jetzt neulich den Jahresrückblick, den sehr geliebten Jahresrückblick aufgenommen und haben auch da uns nochmal gefragt und haben auch nochmal reingehört. Also ich hasse ja Weihnachtsfolgen, Jahresrückblicke und Jahresvorschauen. Und Jahresvorschau alle drei, ist super. Alle drei Sachen hattet ihr in eurem Kanal. Innerhalb von kürzester Zeit. Und da haben wir versucht, anhand von WhatsApp-Sprachnachrichten zu rekonstruieren, wie das damals angefangen hat. Das müsste zur gleichen Zeit gewesen sein, irgendwann im Frühling, als du auch angefangen hast, wieder was in die Richtung zu machen. Da warst du noch nicht so richtig am Start, aber hattest schon auf jeden Fall mit Anchor irgendwie angefangen. Genau, da hatte ich so eine Testphase. War mir ein Begriff zumindest, und dann kam Avengers Endgame raus, zu dem Zeitpunkt der größte, wichtigste Film in diesem Jahr. Und der Andi, der halt schon seit Anfang Januar einen YouTube-Kanal geführt hat und wo er so ein bisschen mehr Gaming gemacht hat, aber auch nicht so richtig, noch nicht so ganz wusste, da hatte ich die Idee, glaube ich, ob wir nicht für seinen YouTube-Kanal dann was aufnehmen wollen zu dem Thema. Einfach irgendwie vor der Kamera oder einfach drüber quatschen wollen, weil wir ohnehin sehr, sehr viel darüber reden. Und dann war ich bei ihm in Marburg und wir wollten das machen, sind aber nicht dazu gekommen, weil wir andere Sachen im Kopf hatten irgendwie. Und dann haben wir gedacht, na gut, da machen wir es halt, wenn ich wieder zurück bin von zu Hause aus. Dann meinte ich, ja, okay, aber warum nicht einfach irgendwie, weil ich eben, Podcast war in meinem Kopf, du hattest da ein paar Wochen vorher von geredet, warum probieren wir nicht mal einen Podcast aufzunehmen? Dann war unsere Folge 0, habe ich noch mit dem Handy aufgenommen, weil das Mikrofon nicht funktioniert hat und ich hatte quasi ein Backup, hört sich furchtbar an. Und so ist das dann entstanden, genau. Und dann haben wir die zweite Folge aufgenommen, die dritte, und dann hat das so seinen Lauf genommen und jetzt versuchen wir es regelmäßig zu machen, ja. Genau, und jetzt höre ich immer so Beschwerden, dass immer, wenn wir uns jetzt unterhalten, dass wir uns nur noch über Podcasts unterhalten. In letzter Zeit ist es tatsächlich was dann für das Top-Thema für die anderen geworden. Kollegen wiederum nicht weiter interessant ist. Ja. Vorher haben sie sich darüber beschwert, dass wir uns zu viel über irgendwelche Filme oder Serien unterhalten haben, und jetzt unterhalten wir uns halt zu viel über das Thema Podcasting. So ja auch jetzt gerade. Ja, genau. Der Podcast, haben wir es schon genannt. Ne? Genau, wie der Film, ist das hier der Podcast. Genau. Ich wollte übrigens diese Folge Podcast-Helden nennen, weil dein Podcast ja Neue Helden heißt und wir über Podcast reden. Und da habe ich festgestellt, den Podcast-Helden gibt es schon. Ja. Und den habe ich auch daraufhin abonniert, der ist tatsächlich ganz cool. Und fand ich nur ganz witzig, wie man auch Podcasts entdecken kann, nämlich genau so. Ja, das ist auch ein Podcast über Podcasts, oder? Das ist auch ein Podcast über Podcasts. Das wird immer verwirrender. Ja, richtig. Das ist ja das super, ist, ja. Genau, Podcast Inception haben wir hier. Ja, genau. Ja, ich weiß gar nicht, du hattest damals angefangen im Mai,
Aus welchem Hintergrund eigentlich? Also ich hatte ja einen Podcast schon vor sehr langer Zeit. Also ich habe jetzt, glaube ich, fast 10 Jahre Pause gehabt. Also ganz, ganz, ganz früh war das so, dass ich einen Newsletter damals gemacht habe. Den habe ich Neurotainment Newsletter genannt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum. Ich fand, glaube ich, das Wort gut. Und, das heißt, das war so 2006, 2007? Das ist noch früher. Das war 2000 wahrscheinlich. Krass, okay. Oder 2002, irgendwie sowas in der Größe. War ich noch sehr klein. Da habe ich einfach einen Newsletter, der erstmal sozusagen an Freunde und Bekannte ging, wo ich einfach erzählt habe, wenn ich irgendwas fürs Fernsehen gemacht habe, da und da läuft was oder so. Und dann wurde das aber immer so ein bisschen mit so einem leichten künstlerischen Touch oder sowas. Da waren dann, war dann auch mal ein Gedicht einfach nur, was ich in die Runde geschickt habe. Okay. Oder, also ein gewisser Unterhaltungswert, der dabei war. Und das war der Neurotainment Newsletter. Das war, glaube ich, mal der Gedanke, ob Neurotainment nicht ein schöner Name, glaube ich, für eine Filmproduktionsfirma wäre oder irgendwie sowas. Daraus ist das entstanden. Und dann habe ich diesen Newsletter halt ganz lange gemacht. Und dann kam irgendwann das Thema auf, damals so Podcasts gibt es jetzt. Und das fand ich irgendwie total spannend. Und habe da damals angefangen, einfach mal einen Podcast aufzunehmen, über iTunes dann zu verbreiten. In meiner Küche habe ich das aufgenommen, das weiß ich noch, in meinem Laptop damals. Und dann nahm das halt so seinen Lauf. Also dann kam das und dann wurde das auch komischerweise gehört. Das ist ja natürlich noch also die Kinderschuhe der Podcast-Welt, oder? Also das war noch so zu einer Zeit, als es sowas wie Anchor und sowas jetzt nicht gab, ja, eben. Wo ich wirklich meinen, also den RSS-Feed quasi selbst programmieren musste, also wo man sich den wirklich selbst geschrieben hat, damit das dann auch Leute abonnieren konnten und so. Mhm. Das war relativ kompliziert im Vergleich zu heute. Aber es hat halt total Spaß gemacht, da einfach jetzt wirklich zu sagen zu können, ich mache jetzt eine Sendung mit irgendeinem Inhalt, den ich mir jetzt gerade überlege und dann lade ich das hoch und guck mal, wer sich das anhört. Was wurde gehört? Ne? Es wurde gehört, es wurde dann sogar immer mehr. Das waren dann halt so ein paar Sachen. Damals hatte ich, habe ich mit Wolfgang Holbein zusammengearbeitet, dem Fantasy-Autor. Da habe ich eine Kurzgeschichte von ihm verfilmt fürs Kinderfernsehen. Bin also tatsächlich nach wie vor der Erste, der jemals ein Wolfgang Holbein-Werk verfilmt hat, auch wenn es nur ein paar Minuten lang war. Und den habe ich kennengelernt und dann hat er mir damals seine Chronik der Unsterblichen, also eine Geschichte praktisch von ihm vorgelesen, zur Verfügung gestellt, dass ich das in meinem Podcast veröffentlichen durfte. Und habe noch ein Interview mit ihm gemacht und damals habe ich den Daniel Hartwig mit dem viel gedreht, der jetzt bei RTL als Moderator sehr aktiv ist. Und dann hat sich das immer so hochgeschaukelt, dann wurde das irgendwie immer bekannter und der Titi-Wippi-Mann war dann auch ein ganz großes Ding. Also Hörer dieses Podcasts werden den Titi-Wippi-Mann in den kommenden Folgen hoffentlich auch noch kennenlernen. Ist nicht so schlimm, wie es klingt. Ganz witzig, das ging dann auch so ein bisschen so durch, auch durch andere Podcasts, die dann wiederum darüber berichtet haben. Und das lief echt gut. Vor allem, das ist ja auch das Schöne, und das geht ja wahrscheinlich jetzt auch so, weshalb du überhaupt zum Podcasten gekommen bist oder was vielleicht Spaß macht am Podcasten, es gab halt Feedback. Mhm. Also wir machen ja sonst normalerweise Fernsehen und natürlich guckt jetzt eine Fernsehsendung, die ich mache, gucken sehr viel mehr Leute, als die Menschen meinen Podcast hören. Aber da schreibt mir keiner. Also ich habe wirklich also sehr nette E-Mails bekommen damals. Hey, es macht total Spaß, ich höre das immer auf dem Weg zur Arbeit. Und dann auch, wenn man mal irgendwie eine Woche nicht gesendet hat, kam dann so eine, oh, wie schade, Nachricht. Also, dass man einfach wirklich das Gefühl hat, man macht das jetzt gerade für jemanden. Und das ist irgendwie auch sinnvoll. Ja, klar, es ist immer schöner, wenn man irgendwie etwas in die Welt hinausträgt, dass man auch weiß, das kommt irgendwo an. Also, ich mache mir jetzt nicht ganz große Gedanken, dass ich sagen will, meine Ambition ist es jetzt, dass 1 Million Leute meine Folgen hören. Aber es ist natürlich schon schön und man arbeitet natürlich schon irgendwie so darauf hin, dass ja, man jemanden erreicht und jemanden, dass es Leute gibt, die einfach Spaß daran haben. Also da haben wir jetzt auch ganz oft schon drüber geredet, welche Arten, da können wir später vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, was gibt es überhaupt für Podcasts und da gibt es, geht es ja nun irgendwie eine ganz große Spannweite an oder Bandbreite an verschiedenen Arten von Podcasts.
Ich habe damit ja auch experimentiert damals. Also als es dann, als der Neuro Hotel mit Podcast einigermaßen erfolgreich war, habe ich auch noch andere Podcasts gemacht. Also der eine war, also auch ganz andere Formate. Das eine war, hieß Globber 23. Was hat es mit dem Namen auf sich? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich auf diesen Namen kam. Also die 23 schon, weil die ja so ein bisschen verbunden ist so mit Verschwörungstheorien und sowas. Aber was Globber war, ich habe es wirklich vergessen, vielleicht erkläre ich es in irgendeiner Folge. Globber 23 war eine Nachrichtensendung über Nachrichten, die es eigentlich nicht gibt. Okay. Also so ein bisschen, was weiß ich, Bauer XY wurde von Außerirdischen entführt oder so. Also so Sachen, die man schon irgendwo so ein bisschen auch finden konnte im Internet, also wo angeblich Sachen passiert sind, die aber halt Blödsinn sind, unterm Strich. Ja. Das war so ein Format, das habe ich dann auch gar nicht gemacht, das habe ich nur geschrieben. Da hatte ich jemand anderen, der das dann gesprochen hat. Und dann haben wir den Lucid Dreams Podcast, hatte ich dann irgendwann gemacht, wo ich das luzide Träumen versucht habe, dem Hörer zu erklären. Also, dass du im Traum weißt, dass du träumst und deine Träume jetzt beeinflussen kannst. Also, dass du praktisch im Traum sagst, hey, das ist ein Traum und weil das ein Traum ist, deswegen springen wir jetzt alle aus dem Fenster und fliegen zum Mond. Ja. So. Und diese Technik, was ich irgendwie schon immer konnte, das kann man wohl auch ein bisschen trainieren und erlernen. Ja, ich habe das auch mal probiert tatsächlich eine Zeit lang. Das ist schon, man muss sich halt ein bisschen anstrengen dafür. Und dann genau, manchmal passiert es auch einfach von alleine, aber man kann es wohl ein bisschen provozieren oder sowas oder trainieren, dass man da öfters hinkommt. Und da habe ich auch einen Podcast dazu gemacht, der dann leider aber in der Mitte abgebrochen ist. Das tut mir nachträglich noch sehr leid, dass ich dieses Training nie mit meinen Hörern zu Ende gebracht habe. Das werde ich versuchen, jetzt hier auch in diesem Neurotainment-Podcast irgendwann nochmal aufzugreifen, das Thema. Genau. Aber das war damals einfach dann doch auch sehr viel Arbeit und es ist ja auch nicht monetär. Also man kriegt ja auch kein Geld dafür. Also zumindest damals war es auch quasi gar nicht möglich, dann in irgendeiner Form Geld zu verdienen. Also zumindest für mich jetzt nicht. Und dann irgendwann habe ich das einfach eingestellt, weil es einfach zu viel wurde. Das ist schon sehr viel Arbeit. Also es ist vor allem auch, also gut, du machst das, hast ja viele Folgen alleine aufgenommen, mittlerweile ja jetzt in der, also im Reboot, das sind ja viele Gäste jetzt dabei, das ist dann, macht es also wirklich unwahrscheinlich komplizierter, wir sind ja zu zweit. Und ja, also ein wirklich wahnsinnig schwieriger Teil ist es, sich zusammenzusetzen und halt Zeit zu finden, weil unsere Folgen gehen ja auch gerne mal 3 Stunden lang. Das heißt, die Aufnahme ist dann locker mal 4 Stunden lang und sich da ja, zusammenzufinden allein schon, ist sehr, sehr anstrengend manchmal. Und je nachdem, wie es halt in der Folge so läuft, kann auch der Schnitt noch eine ganze Menge Arbeit mit sich bringen. Aber man muss da schon... Ja, ich hatte dann ja auch nach einer gewissen Pause nochmal versucht, weil ich ja eigentlich eher von Film oder von Fernsehen komme. Neurotainment TV habe ich damals gemacht, also ein Videopodcast war das dann. Weil ich dachte, das ist eigentlich das, was ich ja viel eher kann. Mhm. Aber auch da ist der Arbeitsaufwand noch mal höher, ja, wie jetzt so eine Audiosendung zu produzieren. Da muss dann auch noch gut aussehen. Genau, und das ist dann auch einfach irgendwann eingeschlafen tatsächlich. Das hat auch nie so richtig funktioniert. Da war die Idee, dass es eine Art Reisemagazin sein sollte. Also so eine Art Reisemagazin, entweder an besondere Orte oder aber auch zu besonderen Menschen. Also im Prinzip eigentlich ähnlich wie das, was der Neurotainment-Podcast jetzt auch ist, dass man sagt, man macht eine Reise zum Sinn des Lebens. Ja. Aber halt in visueller Form. Und da ich aber auch nie wirklich vor die Kamera wollte, gab es halt auch nicht so den klassischen... Das ist natürlich ein großes Problem. Gab es halt auch nicht den klassischen Host oder so. Ja, irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert. Ja. Also mir ist auch diese Audioform selbst lieber. Also ich gucke auch keine Videopodcasts. Ich höre Audio-Podcasts. Ich mache es selten schon, also... Ja, mein liebster Podcast hat tatsächlich einen Videofeed und wenn es sich anbietet und ich gerade zu Hause bin und irgendwie aufräume, mache ich es mir auch manchmal irgendwo an. Ist auch mal ganz nett. Es kommt wahrscheinlich aber auch ein bisschen auf die Podcaster an. Also, ja, keine Ahnung, ob man uns sehen wollen würde überhaupt. Ja, also es ist halt schwieriger zu integrieren so ins Leben. Ne? Also ich meine, ja, klar. Ich höre eine ganze Menge Podcasts. Und das passiert halt so nebenbei. Also ich mache das irgendwie beim Aufräumen oder beim mir was in der Küche kochen. Genau, beim Autofahren, beim Sport. Das ist ja das Geniale. Ich finde es immer so anstrengend, wenn Leute sagen, ja, wann soll ich mir das denn anhören? Dann ist meine Antwort nur, ja, immer.
Weil, also Podcast ist halt was, was super sekundär funktioniert. Also es gibt auch Situationen, wo ich mich hinsetze und eine Stunde einfach nur zuhöre, durchaus. Aber Podcast kann man, oder also, ja, ich mache es so wie du, jederzeit. Ich höre es auf dem Fahrrad, ich höre es im Auto, ich höre es, wenn ich mir die Zähne putze morgens oder beim Duschen oder beim Kochen, beim Aufräumen. Und auch, oder auch beim Sport machen, das ist super. Ich bin ja da jemand, der gar nicht, also ich gehe halt laufen hauptsächlich und ich höre da nie Musik, viele mögen es ja gerne. Und dann mache ich meinen Podcast an und dann werden auch plötzlich Dinge, auf die man keinen Bock hat, wie jetzt mal irgendwie putzen, ist dann halt okay, kannst halt wenigstens deinen Podcast dabei hören und dadurch auch irgendwie wieder ein bisschen Zeit gewinnen. Also für mich ist Podcast hören kein Zeitverlust oder noch was extra, was dazukommt, weil vor allem aktuell ist es wahnsinnig schwierig. Es kommen immer mehr neue Serien und du kriegst die Empfehlung von da und die Empfehlung von da und alles musst du gucken und da findet man eigentlich gar nicht die Zeit für. Und beim Podcast ist es aber, finde ich, so, dass es eigentlich dir Zeit schenkt, weil oder qualitative Zeit schenkt, weil du brauchst keine extra Zeit zum Podcast hören. Du kannst Podcast bei den Sachen hören, die du eh schon machst. Also vielleicht jetzt nicht beim Serien gucken, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Aber halt, ja, genau. Ich fahre eh jeden Tag Fahrrad, dann kann ich auch währenddessen, gut, da könnte man jetzt argumentieren, das ist vielleicht gefährlich auf dem Fahrrad, das ist ein anderes Thema, aber ich muss eh jeden Abend kochen, dann höre ich halt beim Kochen Podcast. Ja, das ist ja auch das, was in der ersten meiner neuen Folgen jetzt hier die Jasmin gesagt hat an einer Stelle. Ne? Wann soll man denn das alles hören, weil jetzt momentan irgendwie jeder einen Podcast macht. Aber so funktioniert das gar nicht. Es ist nicht so, dass man einen Podcast, also meiner Meinung nach oder auch der Definition nach, was ein Podcast ist, sich jetzt nicht an den Rechner setzt und dann da irgendwo Play drückt und sich das dann jetzt anhört. Nee. Also weil dann natürlich, wie soll man das machen? Sondern man hat das eben auf seinem Handy oder in seiner Podcast-App und es wird von alleine da runtergeladen. Ich kümmere mich überhaupt nicht darum. Ich drücke einfach Play das nächste Mal, wenn ich soweit bin. Und dann läuft das einfach, während ich eigentlich was anderes tue. Da machst du es auch ein bisschen anders noch als ich. Aber Thema an Rechner setzen ist aber ganz interessant. Wenn ich in meine Statistik gucke oder in unsere Statistik vom Podcast, haben wir tatsächlich erstaunlich viele Leute, die sich an, also ich kann mir ja anzeigen lassen irgendwie, die dann irgendwie am Mac oder am PC sitzen. Und das sind schon auch noch einige. Also Also ich denke, das sind einfach halt dann Leute, die jetzt halt mal hören wollen. Mal reinhören vielleicht. Was macht der denn da? Und dann halt einfach reinhören. Ja, bei uns ist es, dazu kommt ja noch, dass unser Podcast ja auch auf YouTube erscheint. Nicht nur in den Podcast-Apps, sondern eben auch vom Andi auf dem YouTube-Kanal. Und da haben wir auch beträchtliche Klicks, also deutlich mehr als im Podcast selbst, weil du auf YouTube einfach eine viel größere Community hast und viel eher mal irgendwo draufklickst oder so. Mhm. Und da gibt es aber auch Leute, die da regelmäßig tatsächlich auch auf YouTube hören, was mich immer wieder erstaunt. Vielleicht wissen sie nicht, dass es uns auch woanders gibt oder sie wissen auch gar nicht, was Podcast eigentlich ist. Und also mit einem YouTube-Video kommst du erstmal an mehr Leute ran, die verstehen, was es damit auf sich hat. Genau, also wir haben uns darüber ja auch schon mal unterhalten. Also ich mache das ja so, dass ich wirklich eine Playlist habe, die sich automatisch erstellt. Da sind alle meine Podcasts drin, die ich gerne höre. Aktualisiert sich von alleine, sobald ich eine Folge gehört habe, fliegt die raus, wird einfach chronologisch sortiert, also nach Erscheinungsdatum und dann ist das im Prinzip einfach, ich denke da gar nicht drüber nach, ich drücke einfach Play. Das, was kommt, kommt dann einfach. Genau, das ist wie mein persönlicher Radiosender, der nur Sendungen spielt, die ich gerne höre. Ja, bei mir ist es ganz anders. Also erstmal hören wir ja auch relativ grundverschiedene Podcasts, weil auch ähnlich unterschiedlich wie unsere Podcasts ja sind, hören wir sie auch anders. Ich höre ja auch viel längere Podcasts im Schnitt so als du und bei mir ist es schon so, dass ich meine Lieblingspodcasts halt abonniert habe und dann gibt es ein paar, die ich sehr, sehr gerne höre, ein paar, die ich immer noch ganz gerne höre, aber die ich dann vielleicht eher mal auf dem Fahrrad oder sowas höre, wo ich halt, oder beim, nebenher, wo ich jetzt nicht so aufmerksam zuhöre und dann gibt es auch noch eher solche Podcasts, die du vielleicht hörst, eher so Experten-Podcasts mit Interviews oder so, die ich dann ausgewählt höre, aber ich gucke schon. Also ich switch auch gerne mal am Tag zwischen drei verschiedenen Podcasts, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Genau, also das mache ich zum Beispiel nicht, sondern ich habe da wirklich meine Playlist und die ziehe ich dann durch. Ja. Und wenn da halt 14 Stunden Star Wars von euch produziert kommen, wo über alle Star Wars Filme wirklich ernsthaft 14 Stunden lang gesprochen wird, dann ziehe ich das auch durch an dieser Stelle, ja. Genau. Ja, Chapeau. Aber ich habe es ja selber gehört, ich höre mir ja tatsächlich alle unsere Folgen auch nochmal komplett an. Und es war schon, zumal wir ja eine Folge, die ist uns ja verloren gegangen, wir hatten ja schon nochmal 3 Stunden und tatsächlich hatte ich dann auch erstmal die Nase voll und brauchte ein bisschen Abstand davon. Genau, schon also sehr viel, aber wer auch immer das jetzt gerade hier hört, also wenn ihr jetzt gerade an einem Computer sitzt und Play gedrückt habt, um euch das Gespräch von Jörg und Andreas anzuhören, probiert doch mal aus, wie das wäre mit einer Podcast-App.
Genau. Das ist so meine Empfehlung mal an dich da draußen. Ja, also bei iPhone ist es ja easy, du hast eh eine Podcast-App drauf. Genau. Und ansonsten bei einem Android-Handy gibst du halt einfach mal im Play Store Podcast rein und dann gibt es alles Mögliche, also genau. Google oder Also mein Favorit ist Overcast, den mag ich persönlich sehr gerne, kostet auch nichts, die App. Ja. Gibt es leider nicht bei Android aktuell. Gibt es nicht bei Android? Gibt es nicht bei Android. Okay. Ich bin ja jetzt selbst, ich war ja bei Google Podcast, der kam neu raus, die App, und da war sie noch nicht so gut und ich dachte, na gut, das wird jetzt per Updates noch besser gemacht. Ist nie passiert, deshalb gucke ich mich gerade ein bisschen nach neuen Podcast-Apps um. Okay. Ich habe die beste noch nicht gefunden bis jetzt. Ja, also es macht einfach, glaube ich, sehr viel mehr Spaß, wenn man das wirklich auch sich anhört, wie man einen Podcast idealerweise hören sollte. Ja, genau, halt. Ich finde es wahnsinnig schwierig, halt auch im Gegensatz zu dir höre ich ja eher Podcasts nicht aufgrund der Themen, sondern eher aufgrund der Leute, die den Podcast machen. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich auch gerne mal 3 Stunden Podcasts höre. Und so meine Lieblingspodcasts, das sind auch, da finde ich einfach die Leute, die den Podcast machen, interessant und höre denen einfach gerne zu, worüber sie auch immer reden. Meistens ist es mir ehrlich gesagt egal. Es gibt wenige Podcasts, die ich so themenspezifisch höre, wobei ich da auch jetzt mich mal ein bisschen, also tatsächlich war ich auch in so ein bisschen so einem Tunnelblick, was das angeht. Also ich habe jetzt auch vor, mal ein bisschen zu schauen, was gibt es noch so für Podcasts. Aber es ist natürlich schwierig, irgendwie Zugang zu so Podcasts zu finden, vor allem wenn es ja halt darum geht, die Leute kennenzulernen, die den Podcast machen, da muss man sich halt auch erstmal ein bisschen reinhören und das Risiko eingehen, dass man den 2 Stunden hört und dann feststellt, das ist vielleicht doch nichts für mich. Mhm. Genau, ja. Also bei mir ist es halt, das sind hauptsächlich Filmpodcasts, wo ich dann halt auch wirklich gerade die Experten-Sicht mag. Also wenn dann auch wirklich dann große Regisseure zu Wort kommen in Interviews, das sind dann halt einfach sehr spezifische Sachen teilweise. Oder einfach Sachen, wo ich halt Fan bin, was weiß ich, Star Trek-Podcast oder sowas. Das kann ich dann auch ganz gut hören. Das ist auch das Schöne, finde ich, halt an Podcast, dass es halt eben wirklich zu jedem noch so spezifischen, doofen Thema garantiert irgendwo da draußen einen Podcast gibt. Und das macht ja auch spannend, dass man sich praktisch so seine Playlist da zusammenstellen kann von all seinen Interessensgebieten, Hobbys oder was weiß ich, was man hat. Ja. Das macht das für mich auch aus. Ja. Wer dich übrigens noch mehr hören möchte, kann dich auch im Neurotainment-Podcast noch öfters hören, weil du kommst ja auch noch in weiteren zukünftigen Folgen vor. Und das weiß ich deswegen, weil diese zukünftigen Folgen aus der Vergangenheit eigentlich sind. Stimmt, ja. Genau, weil ich habe ja da... Die Reise ging ja noch ein bisschen weiter, haben wir unterbrochen vor allem. Genau, weil ich irgendwann gab es ja noch den Club Z, in dem du das allererste Mitglied warst. Und deswegen warst du auch in dem allerersten... Podcast dazu. Genau. Das war, falls das jetzt unsere Hörer hier nicht kennen, patreon.com, wo man sozusagen Künstler unterstützen kann bei ihrer Arbeit. Also da kannst du zum Beispiel, was ich, ein YouTuber oder ein Podcaster sagen, hey, ich finde das cool, was du machst und ich zahle dir jetzt, keine Ahnung, 1 Euro pro Monat dafür, um dich zu unterstützen, dass du das weiterhin tun kannst. Und das habe ich auch mal versucht. Das lief etwa 1,5 Jahre lang, nannte sich Club Z, habe ich das genannt, wo es so ein bisschen was auch ein Dankeschön dagegen gab. Da gab es dann eben, dass man automatisch im Abspann meines Films genannt worden ist. Da gibt es ein Danke an den Club Z und dann werden dann dort die Unterstützer genannt. Und es gab eben auch den Neurotainment Podcast in einer Spezialauflage mit Sonderfolgen. So ganz kleine Zwischenfolgen habe ich gemacht. Ich habe die alten Folgen nochmal veröffentlicht und dann immer ganz kurze, mit dem Handy aufgenommene Kurzfolgen gemacht, die dann dazwischen kamen, die es dann wirklich nur gab, wenn man eben in diesem Club Z war. Und in der allerersten Folge zum Beispiel. Ja, immer, ich glaube, immer mal wieder, so, wenn ich gerade drüber nachdenke. Ja. Da wird zum Beispiel auch die Frage beantwortet, wer denn diesen benannten Abspann geschrieben hat. Ja, richtig. Ja, genau. Genau, da haben wir uns vor allem über den Abspann des Films unterhalten, was auch ein interessantes Thema ist. Aber kommen dann auch die, wie hießen sie, Klubber? Klobber 23 und Lucid Dreams werde ich auch hier in diesem Podcast noch mal wieder veröffentlichen. Genau, aber so nach und nach, weil es soll ja auch vor allem viel Neues geben. Ja, ja, ich finde es auch, also wir sind ja selbst gerade so ein bisschen dabei, uns auch noch zu finden. Also wir haben jetzt ein Dreivierteljahr hinter uns und wie gesagt, ich habe erst gestern wieder eine Folge alleine aufgenommen, was auch mal ganz spannend ist. Deutlich anstrengender tatsächlich, als ein Gespräch zu führen, weil das ist, ja, fiel uns tatsächlich erstaunlich leicht damals, als wir angefangen haben, weil wir halt einfach mal auf Record gedruckt haben und dann
haben wir halt mal angefangen zu reden und so funktioniert es im Prinzip heute noch. Und wenn man dann alleine sowas macht, dann bedarf das schon so ein bisschen Überlegung, weil man versucht ja schon zu sprechen im Podcast und nicht lange irgendwie zu überlegen. Mhm. Und ja, du machst das ja auch teilweise, oder? Also vor allem in den alten Folgen alleine. Da gab es ein paar Folgen, die ich alleine gemacht habe, aber da gab es auch viele andere Sachen. Also Interviews gab es auch damals schon. Es gab aber auch so Audio-Sightseeing-Touren, habe ich das genannt, also wo ich das Mikrofon praktisch mitnehme und dann wirklich on the road bin. Das möchte ich auch jetzt in der Auflage wieder machen. Was passiert denn jetzt eigentlich so? In Zukunft. Ja. Also ja, wie funktioniert denn dieser Podcast? Da könnt ihr euch mal schön überraschen lassen. Also es wird auf jeden Fall sehr viel ordentlicher passieren. Also damals war es wirklich sehr, da war dann mal eine Folge eine halbe Stunde lang, die nächste Folge ging dann mal 2 Minuten lang und war eigentlich nur so ein kleiner Gag. Was ich jetzt machen möchte, ist, dass es wirklich jeden Donnerstag eine neue Folge gibt. Das ganze Jahr durch. Ich werde wahrscheinlich eine kleine Sommerpause einlegen, aber ansonsten wirklich regelmäßig, damit man sich auch irgendwie drauf einstellen kann. Es soll nicht wirklich länger immer so als eine halbe Stunde werden, also so plus minus 30 Minuten ist so das Ziel. Es gibt auch den Neurotainment Newsletter übrigens wieder. Er ist zurück. Den gibt es auch. Schon abonniert. Ja, den kann man jetzt schon abonnieren und zwar bei moonawoo.com, was ein Shop werden soll, der noch nicht eröffnet ist, wenn ich das jetzt hier veröffentliche. Aber man kann schon auf die Seite gehen. Das schreibt sich wie Moon, wie der Mond, M-O-O-N-A-V-O-O, also mit V und 4 O. moonawoo.com. Da kann man den Newsletter abonnieren. Auch der wird dann über alles Mögliche berichten, was ich so treibe. Aber auch hoffentlich ein bisschen einen unterhaltsamen, ergänzenden Wert haben zum Neurotainment Podcast. Wie machen wir das? Ich würde jetzt in die Beschreibung von dieser Podcast-Folge auf jeden Fall nochmal den Link setzen, wo man euren Podcast findet. Ansonsten findet man ihn natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Man gibt einfach ein Neue Helden. Neue Helden einfach bei Google eingeben, bei YouTube, wie gesagt, gibt es uns auch einfach in jeder Podcast-App. Genau, man kann auch einfach nach mir googeln wahrscheinlich. Ich habe das Glück bei meinem Namen, dass da relativ schnell alles, was ich irgendwie jemals produziert habe. Genau. Da ist nur die Hürde, das zu schreiben. Nur das richtig zu schreiben, Jorik Kontrinjevic, ist jetzt nicht so einfach. Aber wie auch immer, ich werde es in die Podcast-Beschreibung, in die Beschreibung dieser Folge reinlegen. Den Neurotainment-Podcast gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt. Gerne auch mal abonnieren, gerne auch mal ein Like oder sowas hinterlassen oder einen Kommentar schreiben bei iTunes, was ja jetzt Apple Podcast heißt, wenn man an einem Mac unterwegs ist. Das hilft natürlich auch. Das ist halt so schade, finde ich, bei dem Podcast. Das ist so, es ist halt nicht gebündelt. Also es ist schwierig, sich halt irgendwie auf eine Plattform da zu beschränken. Wir haben halt bei uns passiert viel noch bei YouTube, dadurch, dass da die Folgen kommen. Da kommentieren die Leute, glaube ich, automatisch ein bisschen mehr, weil man sitzt halt da auch am Rechner oftmals. Und wenn ich jetzt meinen Podcast halt in meiner Hosentasche habe, dann schreibe ich da jetzt nicht unbedingt einen Kommentar drunter. Aber auch wir freuen uns natürlich über sämtliches Feedback oder auch gerne mal die eigene Meinung von Zuhörern. Wir haben ja auch durchaus kontroverse Meinungen zu manchen Themen. Das ist eigentlich immer schön. Gut, dann hoffen wir, dass wir jetzt die Hörer dieser Folge nicht weiter verkrault haben mit unserer beider Podcast. Ich habe nämlich hier noch einen Glückskeks neben mir liegen. Damit kriege ich sie verkrault. Den wollte ich nämlich jetzt noch hier öffnen. Man hört es schon. Genau, also jetzt haben wir schon wieder diesen Charakter. Das ist fast ein Hörspiel. Ja, genau, Jorik öffnet einen Glückskeks. Ich versuche ihn jetzt auch zu öffnen in der Nähe von meinem Mikrofon, damit man das Knacken vielleicht hört. So, und was steht drin? Nicht jedes Übel gereicht zum Schaden. Ah ja. Damage doesn't always come from bad things. Manchmal sind die Sachen im Englischen klarer als im Deutschen, finde ich tatsächlich. Mhm. Ja, das ist gut. Vielleicht ein guter Abschluss. Vielleicht, ich weiß es nicht genau. Weil ich jetzt ehrlich gesagt gerade nichts mit anzufangen. Jeder sich überlegen, was er damit macht. Nee, genau. Aber egal, Hauptsache es schmeckt. Gut. Ja. Dann vielen Dank für deine Geduld zum Zuhören und wir hören uns das nächste Mal. Die Zukunft ist frei. Dieser Podcast wurde dir präsentiert von moonawoo, deinem Online-Kunsthandel. moonawoo.com mit V und 4 O. 10% Rabatt für Abonnenten des Neurotainment Newsletters. Die Zukunft ist frei.